Dieses Pinselset hat einfach nur 98 Cent gekostet. Jetzt kein Scherz. Ja, okay, es kam noch 2 Euro Versand dazu. Aber insgesamt hat es nur 3 Euro gekostet und das testen wir jetzt. Zuerst habe ich den Augenbrauenpinsel benutzt. Passend dazu kommt auch eine Augenbrauenbürste und beides hat wirklich gut geklappt. Ich habe dieses Pinselset übrigens von Amazon und der Versand hat circa 1,5 Wochen gedauert. Als nächstes habe ich den Foundation-Pinsel genommen und meine Foundation damit eingearbeitet. Und es ging wirklich erstaunlich gut. Dann der Concealer-Pinsel. Der sieht genauso aus wie der Foundation-Pinsel, nur in kleiner. Übrigens poste ich das Pinselset jetzt in meine Story, falls jemand Interesse hat. Meine Nasenkontur habe ich schon gemacht. Und jetzt geht's weiter zu den Lidschatten. Und für den Lidschatten haben wir echt viele Pinsel. Ich habe mir den ausgesucht und gesehen, dass der einfach 2 Seiten hat. Richtig crazy. Hab damit meinen Lidschatten aufgetragen. Der nächste Pinsel, den ich benutzt hatte, hatte auch 2 Seiten. Damit habe ich den Shimmershade aufgetragen. Mit einem Lippenpinsel meinen Lippenstift. Und alle Pinsel haben echt gut funktioniert. Das ist der fertige Look.